Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinis Nachtgedanken an diesem Montag, und zwar dem 22. Juli 2024. Ich möchte heute Abend Sie mitnehmen in die alttestamentliche Lesung aus dem Hohenlied. Und da wird uns erzählt, wie eine Dame nach der großen Liebe unterwegs ist. Und sie sucht es und geht in die Stadt. Und wenn sie schon gerade vorüber ist, dann hat sie es gefunden. Und dann hält sie diese Liebe fest. Und in diesen Zeilen auf die Liebe wird gesagt, man sollte sich nicht frühzeitig in Panik versetzen. Man sollte nicht darauf unbedingt erpicht sein, sondern die Liebe zeigt den Weg und die Liebe wird man finden. Hier an diesem Ort eine typische Landschaft, die auch zu diesem Hohenlied passt. Nämlich im Hohenlied wird die Liebe ganz groß vorgestellt. Und hier sehen wir in dieser Landschaft zurück in die Stadt, eine kleine Stadt in Kroatien, und wir sehen auch an der Vegetation, dass das natürlich auch passt in das Hohelied der Liebe. Da ist auch die Rede von Zypressen und vielen anderen Dingen. Was sagt uns das letztlich, wenn wir dann diesen Text zu Ohr bekommen haben? Es ist ja ein Lied, eine Dichtung. Und so können wir uns vorstellen, dass die tiefe Weisheit, die in diesen Zeilen steckt, natürlich auch uns betrifft. Wir alle sind auf der Suche nach der großen Liebe. Und wir wissen, dass wir schon sehr zeitig manchmal in Panik geraten. In Panik, dass wir die große Liebe nicht treffen könnten, dass es die oder nicht der Richtige ist. Und hier wird uns gesagt, dass wir nicht dem Schicksal, sondern Gott es überlassen sollten. Er wird es fügen. Was bedeutet das in unserer heutigen Zeit? Das bedeutet, dass wir eben in einer Zeit leben, wo Liebe mit Sexualität verwechselt wird und wo es eine sexistische Gesellschaft gibt, die darauf abzielt, die Menschen aus dieser romantischen, großen, tiefen Liebe zum anderen Geschlecht herauszuholen und sie auf Abwägen zu bringen. Ja, und da haben wir in unserer heutigen Zeit eine Menge, was wir tun können und tun müssen, nämlich, dass wir wieder den Rahmen für eine solche große Liebe auch in einer Gesellschaft aufrichten. Was gäbe es zu tun, sich einzusetzen gegen eine Gesellschaft, die versucht, die Liebe zu vermarkten, die auf jeder Zeitschrift eine Dame bringt, damit die Herren mit dem Blick auf diese Zeitschrift natürlich fixiert sind. Es ist eigentlich verrückt, was wir aus dieser großen Bestimmung des Schöpfers gemacht haben. Wir haben einen Verbrauchsartikel stiliert und Liebe ist jetzt eigentlich auch käuflich. Und wir wissen, dass die Globalisten natürlich da noch bereits eine draufsetzen. Sie wollen ja, dass sogar im Kleinkindesalter und in anderen Bereichen, nämlich in der Jugend, immer dann, wenn die Menschen noch nicht volljährig sind, dass sie dann genau das schon erleben und fixiert sind, dass sie in eine Sucht geraten und damit alles andere als die große, einmalige, tiefe Liebe erfahren können. Ich möchte Mut machen, dass wir uns einsetzen für die Liebe, dass wir aus der Panik gelangen und dass wir in der Ruhe uns darauf konzentrieren, das Leben zu leben und letztlich dann auch zu sehen, dass Gott es fügen wird. Er wird uns, wenn wir ihn bitten, die große Liebe schenken. Und was das heißt, den lade ich ein, einmal im Hohenlied der Liebe den gesamten Text zu lesen. Schöner kann man es doch kaum ausdrücken, was wirkliche Liebe ist. Führe mich, O Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahrt sein. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. Schlafen Sie gut, träumen Sie was Schönes. Und ich hoffe, dass Sie Ihre große Liebe im Leben gefunden und entdeckt haben. Und wenn nicht, dann wünsche ich Ihnen, dass Gott sie Ihnen schenkt. Und zwar, dass Sie den richtigen Partner letztlich finden. Gute Nacht, Ihr Reini aus den Nachtgedanken.